habe eben in der Unterkunft gewohnt. Das war für mich psychisch überhaupt nicht tragbar. Also die Gesamtsituation, die Enge, die Stimmung natürlich. Dann der Hygienemangel ist für mich einfach ein ganz massives Problem einfach, wenn Dutzende von Menschen sich gerade in solchen Zeiten zwei Toiletten teilen. Abstandsregelungen ist nicht machbar in diesen Einrichtungen, weil die grundsätzlich viel zu voll sind. Dann sind die Betten noch nicht mal einen Meter auseinander. Ob das jetzt so das Infektionsrisiko unbedingt vermindert, nur weil die Leute dann nicht raus dürfen, wage ich zu bezweifeln. Dann kommen ja bei vielen dazu, die rausgehen müssen auf die Straße, weil sie betteln oder weil sie sich Alkohol besorgen müssen oder irgendwas anderes. Und durch dieses Nichts haben, wo sie sonst eben, wenn sie rausgehen und sich hier 20 Cent oder da dieses bisschen, was man sich an alternativen Einkommensquellen erschließt, das fällt jetzt im Moment alles weg. Für viele, die lange draußen leben, ist das die pure Qual, so eng gesteckt, weil dieses Draußenleben hat natürlich einen Vorteil. Du hast jede Menge Raum und du kannst Gesellschaft aus dem Weg gehen. Als Frau hast du zwei Alternativen. Du hast entweder ein halbwegs normal funktionierendes, stabiles Freundes- und Bekanntenkreis, soziales Netzwerk. Und eine nicht wirkliche Alternative ist als Frau, man sucht sich einen Mann oder man wird von einem Mann gefunden. Unter solchen Voraussetzungen sind es grundsätzlich ganz ungute Beziehungen, also ungesunde Beziehungen, weil es einfach ganz klar verschobenes Machtverhältnis ist. Derjenige, der die Wohnung hat und das Geld hat, ist der, der die Ansagen macht. Wenn derjenige, auf den du dann triffst, den Hang dazu hat, es auch noch auszunutzen oder auszuleben, dass er der Mächtigere ist in dem Fall, dann ist das, ja, es ist einfach schwierig. Oder im Speziellen, wenn es eine dann von Gewalt dominierte Beziehung ist, ist es auch schwierig, eine Lobby bei der Polizei und bei der Justiz zu kriegen, weil man dann oft nicht als Opfer gesehen wird, sondern als so eine Art Mittäter stigmatisiert wird. Weil man will es ja nicht anders. Und mangels Alternativen macht man auch viel mit oder nimmt viel mit, was man unter normalen Umständen, wenn man frei entscheiden könnte, sich nicht ansatzweise bieten lassen würde.